Dominik Fischnaller. Du bist Vollprofi, also Rodelprofi. Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Was ordnest du dem unter? Ja, ich muss sagen, wir sind alle bei der Sportgruppe, bei der Carabinieri bin ich dabei. Was wir sicherlich brauchen, um das betreiben zu können, weil wir freigestellt sind. Aber es ist einfach Montag bis Freitag, ist von der Früh bis Nachmittag Training. Und nachher Samstag oft einmal eine Vormittagseinheit und Sonntag tun wir eigentlich nichts oder halt machen wir Pause oder tut jeder, was er will. Und nein, mehr oder weniger ist man eigentlich das ganze Jahr mit dem beschäftigt, aber ich muss sagen, ich tue es gern. Und für mich ist das mehr, ich fühle mich mehr als Hobby, ich mache es mehr als Hobby, als das mein Beruf war. Wenn wir auf den Weltcup blicken, hast du einen Konkurrenten, mit dem du dich besonders mischst oder bei dem du da was versuchst anzuschauen vielleicht? Konkurrenten sind viele. Man muss sagen, die Österreicher und die Russen, die Deutschen sind alleweil die stärksten. Die sind brutal gut einmal drauf und logisch schaut man, die sind, was die sind, wieso sind die so schnell und probiert halt Sachen vielleicht gleich zu probieren oder halt ähnlich zu machen wie sie und schauen, dass man halt schneller ist.